Kaliningrader Gouverneur fürchtet Überhitzung. Der Kaliningrader Gouverneur Anton Alichanow hat sich in der ihm eigenen lockeren Art zur Entwicklung des Kaliningrader Immobilienmarktes geäußert. Er fürchtet eine Überhitzung und ist froh, dass er schon vor längerer Zeit die Entscheidung getroffen hat, sich eine Wohnung in Kaliningrad zuzulegen. Die jetzigen Preise, so kommentiert Anton Andrejewitsch, fangen einfach an zu fliegen. Ausgangspunkt hierfür ist, dass sehr viele Kaliningrader die staatlich geförderten Hypothekenkredite nutzen, um eine Wohnung zu kaufen und der Wohnungsmarkt praktisch leergefegt ist. Verkauft wird schon alles im Rahmen der Planungsphase. Somit ist klar, da Angebot und Nachfrage auch in Russland die Preise regeln, dass die Immobilienpreise wachsen. 20% Preisanstieg im Jahr, das ist kruter Water, wie er es formulierte. Der russische Präsident hätte vielleicht formuliert, das ist bemerkenswert. Anton Alichanow hofft, dass sich der Kaliningrader Immobilienmarkt nicht überhitzt, die Käufer vielleicht einen Hitzschlag bekommen und dann lange krank da niederliegen. Kaliningrad Domizil hat das Angebot bekommen, eines der größten Neubaugebiete in der Stadt zu besuchen und einen Spezialisten bei der Übernahme von fertiggestellten Wohnungen zu begleiten. Ich lade Sie nun ebenfalls ein, mit uns gemeinsam das Gebiet zu besichtigen. Hallo und Privet aus Kaliningrad. Ich befinde mich hier in der Ulica Sustalskaja. Das ist ein riesengroßes Neubaugebiet, fast am Stadtrand. Und eine der größten Kaliningrader Baufirmen hat mir die Möglichkeit geboten, heute mal dieses Neubaugebiet zu besuchen. Es wird ein großer Gebäudekomplex übergeben und ich habe jemanden gefunden, der heute Wohnungen übernimmt, vom Bauträger übernimmt, alles prüft, was so zu prüfen ist, um dann einen Übergabeakt fertigzustellen. Ja, und ich lade Sie ein, mich mal ein bisschen zu begleiten. Das heißt, ich begleite den jungen Mann, der die Wohnung übernimmt, und Sie begleiten mich oder uns. So, bei der Gelegenheit zeige ich Ihnen, wie jetzt in Kaliningrad gebaut wird. Auf geht's! Gebaut wurde der Komplex innerhalb eines Jahres. Hier befinden sich 325 Wohnungen. Also Sie sehen, das ist ein ganz normales Wohngebiet, nicht für Superreiche, für sonst irgendwie was. Hier sind hunderte von Wohnungen gebaut worden und wie gesagt, für die ganz normalen Bürger. Alles Eigentumswohnungen, bereits alles verkauft. In der Regel ist es jetzt so, dass zu dem Zeitpunkt, wo die Planungsarbeiten laufen, wo vielleicht der erste Bagger kommt, um die Baugrube auszuheben, schon ein Großteil der Wohnungen verkauft ist. Die Immobilienpreise in Kaliningrad haben sich in den letzten 12 Monaten um ca. 20% verteuert. Für denjenigen, der investiert, mit dem Ziel, die Wohnung wieder zu verkaufen, natürlich ein hervorragendes Geschäft unter Beachtung der Gesetzgebung. Ja, vielleicht noch ein paar Worte zum Verkauf und Wiederverkauf von Wohnungen, um schnell Geld zu verdienen. Dort hat vor einigen Jahren der russische Gesetzgeber vorgebeugt. Derjenige, der eine Immobilie innerhalb von 5 Jahren nach Eigentumserwerb wieder verkauft, muss den Gewinn, den er erwirtschaftet, versteuern. Ein russischer Staatsbürger versteuert mit 13%, ein Ausländer mit 30%. Es gibt natürlich Mechanismen, die verhindern, dass Steuern bezahlt werden, aber die sind ungesetzlich und bergen beim Vertragsabschluss zwischen den beiden Partnern, Käufern und Verkäufern, große Gefahr, dass irgendeiner von beiden betrügt.
und dadurch viel Geld verloren geht. Nach fünf Jahren wird der Verkauf einer Immobilie nicht mehr mit Steuern belegt für den russischen Staatsbürger. Für den ausländischen Staatsbürger, der zahlt ewig diese 30%, egal ob er nach 5 Jahren verkauft oder nach 50 Jahren verkauft. Für diejenigen, die sich für diese Problematik interessieren, sollten das wissen. Die Wohnungen, die mein Begleiter heute übernimmt, befinden sich auf allen Etagen. Ja, das Haus hat insgesamt 10 Etagen. Und die Fahrstühle, in jedem Aufgang gibt es 2 Fahrstühle, sind zur Nutzung noch nicht freigegeben. Also sportfrei. Wir befinden uns hier bei dem sogenannten Schlüsselwort. Zum ersten Mal habe ich das Wort Klutschnik im Russischen gehört. Auch mein Begleiter sagt, Klutschnik hört er zum ersten Mal. Hier empfangen wir die Schlüssel zu den Wohnungen. Zwar die Bauschlüssel zu den Wohnungen, damit wir rein können und die Wohnungen auf Zustand kontrollieren können. Ja, und schon sind wir in der ersten Wohnung. Sie sehen hier die Küche und Sie sehen, dass die Küche einen Balkon hat. Alle Wohnungen, die wir heute besichtigen werden, haben einen Balkon, der aber bereits verglast ist. Warum die Wohnungen in diesem Zustand übergeben werden, erkläre ich Ihnen etwas später in diesem Beitrag. Ja, ein Blick aus dem Fenster der Wohnung hinterlässt doch einen angenehmen Eindruck. Alle Neubauwohnungen in Kaliningrad erhalten Gasanschluss. Eine andere Möglichkeit wird kaum noch vorgesehen. Was das für Geräte sind, die ich Ihnen hier zeige, erkläre ich auch etwas später. Angenehm war zu sehen, dass alle Küchen ein Fenster haben, was nicht immer gegeben war zu früheren Zeiten. Ich erinnere mich gerade noch an eine Anekdote, also einen Witz, wo der Makler dem Käufer einer Wohnung sagt, wir überprüfen das jetzt. Und der Käufer steht in einem Zimmer und der Makler steht im anderen Zimmer und der Makler ruft, hören Sie mich? Und der Kunde sagt, ja, ich höre Sie gut. Und der Makler sagt, sehen Sie mich? Da sagt der Kunde, nein, ich sehe Sie nicht. Und da sagt der Makler, sehen Sie, was das für Wände sind. Alter DDR-Witz. Mein Begleiter kontrolliert jetzt die Zählerstände, damit die Besitzer der Wohnung nicht zu viel bezahlen müssen. In jedem Haus, in jedem Treppenaufgang 2 Fahrstühle. Allerdings zum jetzigen Zeitpunkt funktioniert weder der erste noch der zweite. Ja, irgendwann, ich weiß nicht, welche Etage alle besucht werden, aber bis zur 9. Etage zu Fuß, ja, das erspart dann morgen den Besuch des Fitnesszentrums. Ja, hier erklärt mir der junge Mann, was er für Vorstellungen hat, wenn er die Wohnung einrichten würde, an welcher Stelle er was hinstellen würde. Dass es sich hier um eine Einraumwohnung handelt, ist natürlich die Einrichtung selber recht einfach gehalten und sollte natürlich auch praktisch sein, da relativ wenig Platz ist, um irgendwelche Sachen unterzubringen. Die Einraumwohnungen, die er heute übernommen hat, haben alle eine Größe um die 35 Quadratmeter. 2 Wohnungen hatten die Größe von 40 Quadratmetern. И здесь либо какой-то тоже шкаф купе, либо какой-то такой полууловой, тоже шкафчик поставить. И все. Все очень просто. Mm-hmm.
Да, все очень просто. Finde ich interessant. Alle Wohnungen, die wir bisher gesehen haben in diesem Aufgang, haben alle einen unterschiedlichen Grundriss. Das heißt also, wenn sich die Bewohner untereinander besuchen, erkennen sie ihre Wohnung beim Gastgeber nicht wieder. Interessant. Sehe ich zum ersten. Ja, die Aufgabe besteht jetzt darin, im Prinzip alles zu überprüfen, was zum jetzigen Zeitpunkt überprüft werden kann. Das heißt, werden die Zählerstände abgeschrieben, Gas, Wasser, Strom. Der junge Mann überprüft Funktionsfähigkeit der Fenster, der Boiler wird überprüft, ja, und ob es irgendwelche wirklich eklatanten, sichtbaren Probleme gibt. Er hatte mir erzählt gehabt, dass die Baufirma 3 Jahre Garantie gibt. Innerhalb von 3 Jahren werden alle Mängel nachgebessert. Ja, vielleicht noch ein paar Worte insgesamt zur Bausubstanz. Es gab natürlich zu früheren Zeiten alle Wohnungen, die gebaut worden sind, sagen wir mal bis zum Jahre 1990, 1995, die wurden zentral versorgt mit Wärme und mit Warmwasser. Das hat erhebliche Nachteile, über die ich jetzt aber nicht unbedingt sprechen muss. Deshalb sind Wohnungen mit sogenannter autonomer Gasversorgung, also so wie wir es hier haben, natürlich sehr gefragt. Das heißt, hier reguliert jeder Besitzer selber, wann er die Wohnung beheizt haben will, wann er warmes Wasser haben will und so weiter. Man ist dann eben halt nicht abhängig von der Stadt, die vielleicht nicht zum richtigen Zeitpunkt beginnt zu heizen und man teilweise noch in einer kalten Wohnung leben muss, obwohl die Außentemperaturen ja was ganz anderes fordern. Und in Russland besteht insgesamt das Problem, dass in den Sommermonaten sehr häufig das warme Wasser abgestellt wird, mit der Begründung, dass man in den Heizwerken Instandsetzungen durchführen will, damit dann im Winter alles funktioniert. Die Instandsetzungen werden durchgeführt, aber im Winter funktioniert trotzdem nichts. Das ist so. Und deshalb sind viele bemüht, natürlich in Wohnungen umzuziehen, wo autonome Wärmeversorgung herrscht. Ja, das ist das, was ich Ihnen noch schnell sagen wollte. Sehen Sie da oben die Löcher? Eben hat mich der junge Mann gefragt, ob ich weiß, wozu diese Löcher sind. Ich habe gesagt, naja, wahrscheinlich, damit Sie die Frage stellen können und ich als Deutscher nicht weiß, was ich antworten kann. Okay, ich bin ja kein Spezialist, aber erstmal Spezialist im Bauwesen. Und sagt, damit das Kondensatwasser, was sich im Beton noch befindet, abfließen kann. Ja, wahrscheinlich logisch. Vielleicht bei der Gelegenheit noch eine Information. Kaliningrad wird es langsam eng. Es gibt kaum noch Bauplatz. Jetzt, wo gebaut wird, ist immer am Stadtrand. Das heißt, die Stadt dehnt sich aus. Und auch einige Vorstädte werden im Prinzip Schritt für Schritt eingemeindet. Innerhalb der Stadt gibt es so gut wie nichts mehr. Demzufolge hat der Verantwortliche für Stadtentwicklung vor einigen Tagen erklärt, dass zwar insgesamt Baugenehmigungen für 2 Millionen Quadratmeter ausgereicht sind für die nächsten 5 Jahre. Dann ist Schluss. Um dann die Stadt zu entwickeln, bleibt eigentlich nur noch übrig, das Programm, das sogenannte Renovationsprogramm zu starten. Das Renovationsprogramm besagt, in Moskau wird es bereits erfolgreich angewandt, dass die Bauten, die zu Sowjetzeiten errichtet worden sind, die eine Höhe haben bis zu 5 Etagen, diese sogenannten Kluschowkas, werden abgerissen und an der Stelle werden dann Häuser gebaut, mit mindestens 9, 10 und mehr Etagen.
sind halt notwendig, um einmal wieder die Stadtentwicklung zu gewährleisten und um dieses ganze Neubauprogramm natürlich irgendwie zu finanzieren, denn die Leute, die in den alten Wohnungen wohnen, die müssen ja irgendwie abgefunden werden. Also können wir davon ausgehen, dass in circa 5 Jahren, wenn die entsprechende Gesetzgebung geschrieben ist für dieses Renovationsprogramm für Kaliningrad, der Abriss vom alten sowjetischen Kaliningrad beginnt. Ja, dass Sie es mal gehört haben. Tja, bei uns gibt es Gas in Russland. Und bei Ihnen in Deutschland? Wie schaut's aus? Es bietet schon jemand seine Dienstleistung an, um instand zu setzen. Ich habe es zuerst nicht richtig verstanden und gesagt, was müssen die Zähler jetzt schon instand gesetzt werden? Aber Instandsetzung ist gemeint, die Wohnung tapezieren und so weiter. Also bewohnbar machen. Ja, vielleicht noch ein paar Worte, warum die Wohnungen an sich im Rohbau übergeben werden. Das ist nicht ganz Rohbau, nennt sich in Russland grauer Schlüssel, Seliklutsch. Ein Großteil der Käufer der Wohnung haben natürlich Hypothek aufgenommen oder haben nicht die komplette Summe, die man braucht, um eine Wohnung zu erwerben, schlüsselfertig zu erwerben. Deshalb werden die Wohnungen grundsätzlich in diesem Zustand angeboten. Die Wohnung selber als Immobilie kann gekauft werden, kann komplett bezahlt werden und so wie bei dem Besitzer der Wohnung ja auch wieder Geld in die Kasse, ins Portemonnaie kommt, so wird dann eben halt die Wohnung ausgebaut, instand gesetzt, tapeziert und so weiter. An sich eine, ja, wie ich angekommen bin nach Russland, habe das gesehen, war ich auch ein bisschen erstaunt, aber wenn man mir das so erklärt, es hat eine gewisse Logik. Denn wenn eine Baufirma schon alles schlüsselfertig übergibt, das heißt, dann sind Tapeten an der Wände, die mir vielleicht nicht gefallen. Ich bezahle diese Tapete, aber reiße sie anschließend ab. Beim Fußboden genau dasselbe, bei der Küche genau dasselbe, die vielleicht eingebaut ist. Hier kann jeder jetzt frei entscheiden, wann er die Wohnung ausbaut und wie er sie ausbaut. So, ja, damit erklärt sich das. Bloß damit Sie eben sich nicht verwundern, warum hier nackte Wände übergeben werden. Letztendlich ist es auch so, als Beispiel, wir haben eine Eingangstür. Das Erste, was die neuen Besitzer an sich machen sollten, ist, die Eingangstür sofort auszutauschen. Nicht nur das Schloss, sondern die Eingangstür selber ist natürlich sehr, sehr billig, sondern gleich eine richtige, solide Tür mit eigenem Schloss. Denn es kommt nicht selten vor, dass natürlich auch in der Zeit, wo die Wohnungen instand gesetzt werden, irgendwie Schlüssel zur Tür auftauchen und in der Nacht das eingebaute Waschbecken, der eingebaute Boiler und so weiter, ja, wie sagt man in Russland, privatisiert wird. Ja, das noch zur kurzen Erklärung. Ja, Sie haben hier auf jeder Etage noch so einen kleinen Raum. Anscheinend, dass sie Fahrräder abstellen können, Kinderwagen und ähnliches. Ja, gut. So, das ist wohl jetzt die letzte Wohnung. Ich bin noch ein bisschen aus der Puste. 10. Etage ohne Fahrstuhl. Die letzte Wohnung, die der junge Mann übernimmt. Waren insgesamt so 1,5 Stunden. Ja, ich habe ihn ein bisschen stimuliert. Ich sage, wenn wir fertig sind, wenn sie mir alles gezeigt haben, gehen wir zusammen Mittagessen. Ich lade ein. Ja, deshalb drängelt er wohl jetzt so ein bisschen. Er ist nämlich hungrig. Oho. Mit französischem Balkon. Ja.
Das ist natürlich ein Blick aus dem Fenster, da kann man nicht meckern. Ganz Kaliningrad. Toll. Ja, der Besitzer der Wohnung kann sich glücklich schätzen. Askolka wird Pokupati platil za etu kvartiru vy nic najdě? Jo, 900 kapěk je bezkvěsno. Man sagt, die Wohnung ist ja eine Einraumwohnung, 1.900.000, also rund 2 Millionen. Teilen Sie die Summe durch 91, dann wissen Sie, was Sie heute kostet. Wobei, verkauft wurde die Wohnung ja schon ungefähr vor einem halben Jahr, da war der Kurs noch anders. Ja, so kann man Geld verdienen, wenn man sich ein bisschen auskennt. ЦО, это на угарный газ, то есть вдруг какая-то утечка будет, грубо говоря, эти, да? Ja, hier erklärt der junge Mann, diese Einrichtungen, das sind Alarmanlagen, die verhindern werden, dass, wenn es zum Gasaustritt kommt, dass es auch zu einer Explosion kommt. Der junge Mann hat eben gerade erklärt, dass das im Prinzip Alarmgeber sind für Gasaustritt. Wenn also irgendwie was passiert mit dem Gas, gibt es dann automatische Meldung und Gas wird dann durch diese Verschluss wird automatisch abgeschaltet, sodass es hier nicht zu diesen tragischen Unfällen kommen kann, wie in den letzten Monaten mehrmals, in den letzten Jahren mehrmals gemeldet in Russland, wo eben halt in alten Wohnungen es zu großen Gasexplosionen gekommen ist. Das kann in diesen Häusern nicht mehr passieren. Поехали. Поехали. Молодой человек голодный. Я ему обещал, что мы где-нибудь как-то мелочь покушаем. Вот. И торопится сейчас. Der junge Mann ist hungrig, hat ihm versprochen, dass wir irgendwo ein bisschen was zu essen gehen. Ja, jetzt hat er es eilig. Ja, wie ich schon mal in anderen Beiträgen informiert hatte, keine Baustelle, kein neues Wohngebiet ohne Kinderspielplätze. Im Umfeld ist alles an Infrastruktur vorhanden, was notwendig sein muss. Schulen, Kindergärten, alles drum und dran. Ja, die Leute, die es geschafft haben, hier Wohnung zu kaufen, ja, ich würde sagen, können sich glücklich schätzen. Ist gute Wohngegend. So, wir haben jetzt eigentlich erstmal alles erfüllt, dachte ich zumindest, was zu erfüllen ist. Oh, guten Tag. Guten Tag. Ja. Hier spricht man sogar Deutsch. Ja, ja. Ich mit dir so ein bisschen spreche. Mhm. Ich bin Deutsch. Russisch-Deutsch. Ja, was nicht meinen. Oh nein. Okay. Und wir haben jetzt erstmal alle Ausgangsangaben gesammelt und jetzt müssen wir eine Baubude finden, wo eine weitere Mitarbeiterin sitzt von diesem Wohnkomplex, die unsere Angaben entgegennimmt, Protokoll anfertigt. Mit diesem Protokoll können wir dann hier wieder zurück und bekommen dann die Originalschlüssel zu den Wohnungen. Es gibt nur einen Schwierigkeitsgrad. Der Schlüsselverwalter hier unten weiß nicht, wo die Baubude ist. Die ist nämlich gestern oder vorgestern umgesetzt worden. Also suchen wir. Ключник дал новое задание – искать синюю будку. Сказал, что ее перенесли в другое место, где-то между домами. Ja, und jetzt suchen wir eben die blaue Bude irgendwo zwischen den Häusern. Ja, wir haben es gefunden. Es steht jetzt nur die Frage, welche blaue Bude, die kleine oder die große?
In dieser blauen Bude hat der junge Mann noch eine reichliche Stunde gebraucht, um die gesamte Bürokratie zu bewältigen, um die Akte für die Übergabe, Übernahme der Wohnungen zu unterschreiben. Ohne diese Akte bekommt er keinen Originalschlüssel und kann auch die Wohnungen nicht in der zukünftigen Wohnungsverwaltung registrieren. Er war dann am späten Nachmittag noch in der Wohnungsverwaltung, um diese ganzen Wohnungen im Interesse der Bewohner, der zukünftigen Bewohner registrieren zu lassen. Die Straße, die wir jetzt gerade befahren, erklärte mir der junge Mann noch, existierte vor 3 Wochen nicht. Hier war nur ein Trampelpfad, mehr nicht. Und innerhalb von 3 Wochen wurde hier eine moderne Straße gebaut mit Fußgängerwegen, Fahrradwegen, so wie sich das gehört. Ja, ich bedanke mich für Ihr Interesse. Wenn Sie Fragen haben, kommentieren Sie, stellen Sie Fragen gleich unter dem Beitrag. Und ja, tschüss und Baka aus Kaliningrad.